Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Im letzten Part haben wir so einen kleinen Bossgegner getroffen und zwar hier. Und ich würde sagen, dem stellen wir uns doch direkt nochmal. Das war gar nicht so kacke, was ich da gemacht habe. Und ich würde sagen, wir machen das auch direkt nochmal auf genau die gleiche Weise. Ich hole mir nur diesmal Verstärkung noch dazu. Ne? Den haben wir fast platt gekriegt. Also das war wirklich gar nicht mal so schlecht. Am Ende habe ich leider ein bisschen verkackt, aber insgesamt gesehen war das gar nicht schlecht. Upsala. Nochmal bitte. Und let's do it again. Oh, Mist. Hat mein Pferd getroffen. Okay, pass auf. Wir gehen nämlich wieder hier rein. Ich fand es auch ganz gut, hier das hier drinnen zu machen. So. Oh oh. Nein, 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 nein. Misty Kaki, okay. Bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich! Oh mein Gott. Heilen, heilen. Oh, holy shit, okay, das one-hittet mich. Nee, doch nicht. Kacke, Mann. Ja, das one-hittet mich dann. Kacke, Mann. Okay, aber das kriegen wir hin. Das Blöde war diesmal nur, dass mein Pferd zu schnell kaputt gegangen ist. Das könnte aber klappen, wenn ich statt der Wolfsdulis mein Double hole. Dann könnte das besser klappen. Versuchen wir es nochmal. Heute gehen wieder die Tode raus, ne? Ich sehe mich hier noch ein paar Mal sterben, aber das ist es wert. Den kriegen wir. Den kriegen wir, den hatte ich schon einmal fast. Vielleicht ist es sogar doch besser, Solo zu machen. Weil dann keine Leute im Weg sind. Aber nee, nee, nee. Ich versuch's jetzt mal. Ich will es nochmal versuchen. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Oh, oh. Du hast Bock, oder was? Ne, warte. So. Let's go. Ah, Mist, Mann. Oh, daneben gehauen, wie dumm. Oh. Ich habe schon ein Problem mit dem Draußenkämpfen gefunden. Drinnen ist geiler, weil... Drinnen... kann ich nicht von der Klippe fallen. Komm mal her, Bruder. Komm mal hierher. Komm her. Komm hierher. Okay, jetzt hat er meinen... Mein Double hat er schon mal umgebracht, jetzt muss er hier reinkommen. Oh, ich könnte auch mal meine... Ne? Kommst du? Dankeschön. Oh. Losfahren, komm mal rein hier. Bis auf den Baum ist das nämlich eigentlich ganz geil hier drin. Ich wollte was trinken. Ich hab vergessen. Verdammte Scheiße. Trinken, 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 trinken. Weg, weg, weg. Nein, 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 lass dich nicht. Nein. Schnell um die Kurve rum. Schnell um die Kurve rum. Naja, trinken, trinken, trinken. Geht mein Pferd wieder? Ja. Oh, das hat zu lange gedauert. Scheiße. Oh, Kackdreck. Nein. Ja, ja, Alter, das war mega knapp, Mann. Großen Gegner zu Fall gebracht. Ehre. Ehre, Leute. Und Silirius Baum. Geil, Omar, das hat gebockt. Das hat gebockt. Ich fand meine Strategie auch nicht schlecht mit dem Pferd, ganz ehrlich. Fand ich gut.
Fand ich gut. So, öffnen. Baumhelm des Schmelztiegels, Baumrüstung des Schmelztiegels, Stulpen des Schmelztiegels und Beinschutz des Schmelztiegels. Schön, schön. Das war doch schon mal, bitte, ja. Ich würde sagen, bevor wir dann hier dick weiter erkunden, ja, bevor wir jetzt hier groß weiter erkunden, würde ich sagen, einmal zurück ans Feuer setzen. Und einmal kurz die Estos Flacons, heißen die so? Ne, die Tränendinger auffüllen. Der hat es wieder gezuckelt. Nach der Aufnahmesession hier werde ich wieder googeln, ob ich was finde. Hatte gerade Kommentare natürlich wieder brav durchgelesen. Danke nochmal wieder an dieser Stelle für eure fleißigen Kommentare. Da hat aber auch keiner was geschrieben. Also ich glaube, entweder habt ihr alle das Fehlerchen nicht, oder ihr lebt genauso wie ich aktuell damit. Ich weiß es nicht. Zucken des Elden Ring ist auf jeden Fall kein schönes Elden Ring. So, ich werde hier weiter erstmal Gegner ein bisschen wegignorieren und nur die Gegend erkunden. Denn die sind alle ziemlich heavy. Bis auf der eine Oberboss dann, das war eine Lusche. Ne? Sind das Geister? Greifen die mich an? Ja, das sind alles kopflose Geister. Oh, und da huckelt es natürlich jetzt, um Gottes Willen. Dankeschön und weiter. Bitte wegignorieren. Das eben noch einsammeln. Danke. Hier wird erstmal krass wegignoriert, was geht. Ich sag's euch. So. Ja, ja, ja. Müsst entspannt bleiben, Leute. Wir sind hier eindeutig zu viele kopflose Ritter. Das Ding scheint sich hier diesmal nicht zu bewegen, ne? Oh mein Gott, doch, es bewegt sich. Hallo. Mir stellt sich jetzt vielmehr die Frage, wie geht's hier weiter? Ich habe da irgendwas Cooles eingesammelt. Ich nehme hier laute coole Dinge ein. Und ignoriere eine Menge Gegner. Aber ich habe das Gefühl, es geht hier noch weiter. Guck mal, die greifen mich nicht an. Kann das sein, dass die mich nicht angreifen? Oh doch. Die greifen mich doch an. Ich hatte erst Hoffnung, dass sie vielleicht nett sind, aber nein, nein, die sind nicht nett. Ich bin mir ziemlich sicher. Gibt's hier irgendwas? Ne, hier scheint auch nichts. Das Ding scheinen wir nicht hinsetzen zu können. Kann man da rein? Ja, aber hier ist nichts. Oh oh. Mit bloßem Ruder, kleiner Reiter. Benötigtes Objekt voraus. Ist das ein dicker Bär? Ist ein dicker Bär. Ich versuch mal ihn nicht aufzuwecken, okay? Oder wir wecken ihn auf. Komm, wir wecken ihn auf. Okay, das war ein Fehler. Junge, lass mich mal noch in Ruhe hier. Bin netter. Bin netter. Kümmer dich mal bitte um meine Gang. Danke. Oh oh. Heilung. Spiegelstein. Mhm. Ich wollte was trinken, Bruder. Ich wollte was trinken. Fächerdörche.
echt ganz schön drauf, dieser Bär. Der hat echt schlechte Laune, nur weil man ihn mal ein bisschen beim Schlafen gestört hat, um Gottes Willen. Er geht auch ein bisschen primär so auf mich, habe ich das Gefühl, ne? Erstmal heilen. Ich würde mich gerne heilen, aber es geht einfach nicht. Danke. Gleich sind alle meine Kollegen tot. Ist schlecht. Weg, weg, weg. Oh. Weg! Oh. Und weiter. Ja, da stirbst du doch auch schon. Meine Herren, Alter, was ein fettes Vieh. Und ein Halbmensch hat ausgehalten. Einer ist bis zum bitteren Ende dabei geblieben. Kratz und Grüße gehen raus an den letzten... Die letzte Bastion hier, ne? Hast du gut gemacht. Du kannst heute wirklich... Du kannst zu Hause rühmen, ne? Wirst du rühmen wissen, hoffe ich doch. So, die Frage ist jetzt halt wirklich, ne? Wie geht das hier weiter? Benötigtes Objekt voraus. Erstens Objekterstellung, kurz gesagt Schlaf versuchen. Geht's hier halt nochmal irgendwie weiter? Das sind die Fragen der Fragen. Da oben ist halt auch nochmal ein See, seht ihr das? Da kann man nochmal hoch. Aber wie? Versucht da mal irgendwie hochzukommen. Mal schauen. Hoch versuchen. Zeit für Pferd, ja, ne? Siehst du, der ist genauso wie ich drauf. Was sind da irgendwie rauf? Ah. Wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Ich denke, über diesen Stein wird es gehen. Und da nur irgendwie Halt finden. Ja. Schön. Ach, hier waren wir schon. Wir gehen mal in diese Richtung. Da scheint es ja noch irgendwie weiter hoch zu gehen. Oder auch nicht. Oh oh. Da geht's auf jeden Fall noch hoch. Da ist Wasser. Wie komme ich da hoch? Kommt man da hoch? Oh oh. Was steht hier? Springen voraus. Runter voraus. Ach so, ah. Nice. Schmiedestein 7. Wie mag es weitergehen? Da ist auf jeden Fall nochmal so eine Wurzel. Vielleicht kommt man über diese Wurzel da hinten weiter. Ich versuch's mal. Ich ignoriere wieder alles weg. Ihr kennt das ja schon. Hier auf diese Wurzel komme ich nicht ohne weiteres drauf. Aber vielleicht über Umwege, wenn ich auf diese Wurzel gehe. So, und dann versuchen wir mal... Nee. Okay, wartet mal. Ihr seht, ich bin hier ein bisschen am Rumrennen. Man muss auch mal ein bisschen rennen. So. Moin. Schön mal ruhig weiter. Ich will dich gar nicht nerven. Ah. Du Scheiße. Was habe ich nur ausgelöst? Der Kurs stimmt, Leute. Die Richtung ist korrekt. Okay, hier geht's nicht weiter. Und nun? Hat uns ein Bonefeuer. Wann denn? Oh oh. Alter, was geht hier ab? Oh, erstmal einen Ort der Gnade setzen. Meine Herren, Alter.
Der Ort ist wirklich schön. Also der Ort ist wirklich schön. Den gehen wir gerne gemeinsam einmal ab. Das sage ich euch. Das ist der perfekte Ort, um ihn zusammen als Community-Event mal zu machen. Da werden wir noch lange genug rumeiern. Was ist hier los? Was ist das denn? Alter, was bist denn du für ein Dingen? Ist das ein Gegner? Also entweder das ist ein fauliges Herz, das faulige Herz des Eldenbaums. Also ich denke, das wird ein Gegner sein, das wird ein dicker Endboss oder sowas gleich werden. Ich kann auch hier eine Person rufen, wie man sieht. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, dann müssen wir uns dem jetzt wohl gleich mal stellen, wa? Na, das wird spannend. Habt ihr auch Bock? Kacke. Oh, scheiße. Ich denke, das ist so ein Ding, das muss zu Pferde gemacht werden. Okay, ich kann mein Pferd nicht rufen. Alter, wir werden sowas von sterben hier drinne. Ist das eine dicke Ameise oder was ist das? Nachricht lesen. Achtung, Sieger. Ich ignoriere das Ding da weg. Das ist so eine fette, tote Ameise oder sowas. Das kann, glaube ich, also ich weiß nicht, ob man dagegen kämpfen muss. Es sieht sehr groß aus. Und sehr vergammelt. Immer noch keine Hinweis. Es könnte auch so eine Art Meerjungfrau sein oder sowas. Gruppe voraus, daher Zorn, oh Zorn. Du Scheiße. Bin ein bisschen in Sorge. Ist da hinten vielleicht ein weiterer Sarkophag? Geh erstmal da hinten gucken. Ist nicht so, als würde ich mich drücken wollen. Nein, 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 nein. Ich drücke mich doch nicht. Ich habe nur Hoffnung, dass man hier irgendwie... Wahrscheinlich bringen wir das um, dann wird das Wasser wieder gut. Dann wird hier raus ein neuer Wasserfall und dann kommt ein neuer Sarkophag, mit dem ich weiterreisen kann. Denn ich glaube, es geht hier noch weiter. Da unten läuft es rum. Dieses Game ist einfach so genial, Mann. Okay. Gut, ja, ich gehe da mal näher ran. Das wird sich gleich zum Leben erwecken und dann wird es unangenehm werden. Ich denke mal, wir werden kein Schild benötigen, weil das wird hier vermutlich nichts bringen. Wir werden es gleich sehen. Lassen wir uns erstmal bumsen, oder? Ihr habt doch genauso Bock wie ich. Und nicht zu Pferd, das muss irgendwie so gehen. Oder hier geht, es geht noch nicht, wir sehen es ja gleich. Ich gehe jetzt einfach mal näher daran und dann gucke ich mal, was da passiert. Aber es sieht schon so aus, als würde es gleich zum Leben erwachen. Das ist irgendeine Meerjungfrau. Irgendwas Ekelhaftes passiert hier gleich. Schön ist auf jeden Fall was anderes. Alter, was bist denn du? Bitte sei einfach tot. Bitte. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hallo? Oh oh. Das? Oh, noch einer. Da will ich dann doch lieber Schild nehmen. Hey! Lassen Sie das! Mehr. Zauberer Rogia. Sind das nicht die Leute, die wir... Oh mein Gott, jetzt kommen mehrere auf einmal. Kommen die jetzt alle zu dritt oder was? Jetzt kommen die zu dritt. Das ist der Dicke. Witzig. Oh mein Gott. Oh nein, es sind zu viele. Ah! Heilung, Heilung, Heilung. Heilen die sich? Kann das sein, dass die sich heilen, die Schweinebacken? Oh, 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 oh. Und der Anfang finde ich ja noch nice, aber dann wird's echt eklig. Oh oh, was passiert jetzt? Oh oh. Leute, Leute, bleibt mal ein bisschen entspannt. Oh, ich darf Leute rufen.
Ich sehe jetzt erst, dass ich Verstärkung rufen darf. Warte. Leute, bleibt doch mal bitte entspannt. Ich möchte... Oh. Was soll ich denn gegen diese Totenköpfe machen? Oh. Ich würde gerne einmal kurz einen kleinen Moment Pause finden, damit ich Leute rufen kann. Und ich finde keinen Moment der Pause. Jetzt. Oh, jetzt werde ich dafür wahrscheinlich sterben. Heilung. So, jetzt aber. Oh mein Gott, sind das viele. Oh, heilen. Einen habe ich schon mal platt, das ist doch schon mal gut. Jetzt kommt er hier als nächstes. Okay, jetzt fehlt nur noch der Dicke. Der Dicke ist echt übel, Mann, mit seiner Scheiße da. Griff von hinten rein. Ey, lass doch mal sein, Bruder. Meine Herren, noch mehr? Ich hoffe, das war's jetzt. Alter, großen Gegner zu Fall gebracht. Ehre. Fias Nebel. Ich dachte ja echt, die bewegt sich hier noch ein bisschen. Aber nein, Fia, die chillt da nur rum und sieht gruselig aus. Okay. Chillen wir uns mal dahin. Ruhig hinsetzen. Einmal wieder auffüllen alles. Und jetzt rausfinden, was hier abgeht. Ja, ich würde sagen, mal checken, aber ich wüsste nicht, was hier sonst noch sein soll. Also ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Ich hätte spekuliert, dass hier irgendwo nochmal so ein Sarkophag ist, der uns irgendwie runterfährt. Weil gut, hier ist noch ein sehr langer Rand. Da kann ja irgendwo noch so ein Sarkophag sein. Hier oben bin ich noch gar nicht lang gelaufen. Könnten wir eigentlich nochmal gucken, ne? Wenn wir nochmal hier hingehen. Und dann hier einmal die Küste lang gehen. Hier unten war ja keiner. Das war da, wo der Gegner ist. Dass wir eben oben nochmal lang gehen. Nur mal kurz einmal am Rand lang. Nur schauen, ob hier nicht doch noch irgendwo so ein Sarg ist. Und dann können wir ja gleich mal diesen Teleporter verwenden, ne? Alles entspannt. Das da vorne sieht schon aus wie so ein Sarg. Das ist doch eindeutig wieder einer. Guck mal. Ja, sowas von. Lol. Okay, das ging schneller als gedacht. Ja, wollen wir machen? Ich würde sagen, wir... Ja, ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Ich würde sagen, wir fahren erstmal mit dem Sarg und kehren dann aber wieder... Ja, nee, komm, ich werde es vergessen. Wir gehen jetzt hier hin und machen mal den Teleporter. Ich will wissen, wo mich das hin teleportiert. Wir können ja jederzeit wieder zurückkommen mit dem Ort der... Gnade. Und dann rausfinden, was Phase ist. Ich will jetzt einfach nur wissen, wo mich dieses Teleport-Ding hinführt. Wo führst du mich hin? Bitte ja. Reise an einen anderen Ort. Und sage mir, was dort auf mich lauert. Ausruhen an Ort der Gnade. Oh, ich habe Hunger. Falls ihr komische Geräusche hört, mein Magen ist am Lindell, königliche Hauptstadt. Da sind wir wieder. Okay. Das kam unerwartet. Oh, einen kleinen vorsichtigen Blick mal riskieren. Kurz gucken, wo wir jetzt hier sind. Lindell und ich, also ich finde es ja schön hier so, aber wir sind noch keine Freunde. Nachricht lesen. Tal voraus, aber weitergehen. Ich gehe mal vorsichtig weiter. Was steht hier noch? Viel fixieren versuchen. Ah, Gegner. Cool. Wunderschön. Moin, Leute. Ich habe übrigens auch 82.000 Runen. Wir sollten mal ein Level up machen. Wo sind wir hier? Schön ist es auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Ach, dieses Game hat sowieso so viele schöne Momente. Es ist einfach nur irre.
Okay, meine Lieben, der Hahn wird in 4 Sekunden krähen, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt hier einfach erstmal einen kleinen gemütlichen Break, genau. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.